Herzlich willkommen, Jadbo Solargarage. Thema heute: solare Warmwassererzeugung. Und ich kann Ihnen nur sagen, das geht, das funktioniert. Ich habe die Kiste jetzt seit 4 Jahren ungefähr. Vor einem Jahr habe ich mir einen Wärmezähler eingebaut. Etwas über 1 Megawatt, 300 bis 350 Euro Strom oder Gas habe ich damit schon gespart. Das ist ein Vakuumröhrenradiator. Der wird einfach unter die Querleitung der Dachpfannen eingehängt. Die Rohre durchs Dach durch, fertig. Ist keine Hexerei. Metallflexrohre, dass man die engen Winkel hinkriegt. Und jetzt gehen wir mal in die Zentrale, erkläre euch ein paar Komponenten und dann gehen wir weiter, wie es dann wirklich funktioniert. Die Heizungsanlage, die Zentrale, ein Gaskessel, indirekt beheizter Speicher, sprich, der hat keine eigene Wärmequelle. Innen drin ist ein Wärmetauscher und im Prinzip läuft heißes Heizungswasser durch und macht das Wasser warm. Hier haben wir die Heizungsseite, interessiert uns gerade nicht. Auslandsgefäßheizung interessiert uns auch nicht. Hier ist die Speicherladepumpe, die interessiert uns. Da vorne ist die Rückschlagklappe. Zirkulationspumpe, Warmwasser interessiert uns gerade auch nicht, das Auslandsgefäß hier unten auch nicht. Rückschlagklappe vom Solarkreislauf, Primärpumpe nach dem Wärmetauscher, Wärmetauscher, Sekundärpumpe vom Solarkreislauf, Lüfter, Füllung, Manometer, Wärmemengenzähler, Auslandsgefäß und hier oben geht es hoch aufs Dach zum Röhrenradiator. So, habt ihr die Hauptbestandteile jetzt schon mal gesehen? Ach, eins haben wir noch vergessen: Steuerung. Ja, gerade eben lief die Pumpe noch. Uhrzeit, all möglicher Quatsch ist dran. Letztendlich, wenn die Temperatur oben am Radiator 7 Grad höher ist als die Speicherwassertemperatur, gehen die beiden Pumpen an, zirkulieren Wasser, geben die Wärme hier ab, bis der Temperaturunterschied über 3 Grad ist. Ja. Die Steuerungen sind alle austauschbar, da ist jetzt nichts wirklich Wildes dran. Gut, dann geht's jetzt an die Theorie.